lassen, Rolf, mein Dad. Ich weiß, dass Sie ihr ein treuer Schutz sein werden, wenn ich nicht mehr bin. Ihr sollen mir wie eine Tochter sein, liebe Frau Rückmann. Ich werde Sie in mein Haus aufnehmen und Sie wie eine eigene Tochter halten. Das gelobe ich Ihnen. Das will ich meinem Fritz sagen, wenn ich da oben mit ihm vereint bin. Er soll wissen, dass Rolf Mattern für sein Kind sorgt, wie ein Vater. Ja, ja. Sagen Sie es ihm. Für das, was Sie an mir, an meinem Kinde tun, soll Ihnen der Vater im Himmel alle Schuld vergeben, die je Ihre Seele bedrückt hat. Verwaist. Welch ein herbes, bitteres Wort. Wie seltsam verwandelt dieses sonst so trauliche Zimmer war. Ach, wie friedlich und behaglich Ria in der hübschen kleinen Wohnung mit der Mutter gelebt hatte. Und dieses sonnige, freundliche Heim hatte ihnen Rolf Mattern bereitet. Onkel Rolf, von dem Ria alles kam, was licht und schön war. Als Kind hatte sie das alles so hingenommen, aber dann, als sie älter wurde, kam das Nachdenken. Eines Tages, wenige Wochen vor der schlimmen Erkrankung der Mutter, hatte sie sie gefragt. Lass dich durch diese Wohltaten nicht demütigen. Denn wir haben ein Recht daran. Wir sind es, die Onkel Rolf Wohltaten erweisen. Wie soll ich das verstehen, liebe Mutter? Da hatte ihr die Mutter ein Geheimnis anvertraut. Ria wusste nun, dass sie noch viel mehr von Onkel Rolf zu fordern berechtigt war. Er wird, wenn ich nicht mehr bin, für dich sorgen. Das weiß ich gewiss. Sollte er es aber doch vergessen, so nimm diese Papiere und lege sie ihm vor. Er ahnt nicht, dass sie existieren, aber er wird sich dann keinen Augenblick besinnen, alle deine Forderungen zu erfüllen. Dahin wird es aber, wie ich hoffe, nie kommen. Solange es nicht nötig ist, soll er nicht wissen, dass wir seine Schuld kennen. Und du wirst es ihm so wenig fühlen lassen, wie ich es getan habe. Sonderbar, noch viel lieber war ihr Onkel Rolf geworden, seit sie wusste, dass er nicht der untadelige Mensch war, für den sie ihn immer gehalten hatte. Und ihr weiches Herz litt mit ihm unter der Schuld, die er so edel zu sühnen suchte. Nun war sie allein und hielt die Totenwacht bei der geliebten Mutter. Der geheime Baurat Rolf Mattern trat in das Zimmer seiner Gattin. Hast du eine halbe Stunde Zeit für mich, Malvine? In Frau Malvines Augen leuchtete kein wärmeres Licht auf, als sie ihren Gatten ansah. Hast du etwas von Wichtigkeit, Rolf? Frau Ilse Rottmann ist heute Morgen gestorben. Ich komme soeben von ihrem Sterbelager. Das ist ja sehr bedauerlich. Ist aber doch sicher nicht die Sache von Wichtigkeit, die du mit mir besprechen willst. Frau Ilse Rottmann ist zwar dein besonderer Schützling gewesen, aber ich stehe der Dame doch völlig fern. Du vergisst, Malvine, dass Ilse Rottmann die Witwe meines früh verstorbenen Jugendfreundes war, dem ich mancherlei Dank schuldete. Nein, das vergesse ich nicht. Du hast es mir ja immer wiederholt, sobald ich meinem befremden Ausdruck gab, dass du dieser Frau Rottmann so unendlich viele Wohltaten erwiesest. Malvine, was hast du dir für Gedanken darüber gemacht? Jetzt kann ich es dir sagen, ohne in den Verdacht kleinlicher Eifersüchtelei zu kommen. Ich habe geglaubt,
dass du Frau Rottmann geliebt hast. Malvine! Er wollte heftig auffahren, aber dann presste er die Lippen fest aufeinander. Ohne die geheime Schuld seines Lebens preiszugeben, konnte er ihr nicht erklären, was ihn zu seinem Verhalten gegen Ilse Rottmann bestimmt hatte. Malvine! Das also hast du geglaubt? Ja, das habe ich geglaubt. In diesem Augenblick erst wurde Rolf Matern so recht bewusst, welche tiefe Entfremdung zwischen ihn und seiner Gattin getreten war. Nie, ich gebe dir mein Wort, nie ist mir Ilse Rottmann etwas anderes gewesen als die Witwe meines Freundes, als eine schutzbedürftige Frau. Nun sage mir vor allem, was du mir Wichtiges mitteilen wolltest. Ich komme mit einer großen Bitte zu dir, Malvine. Ilse Rottmann hat, wie du ja weißt, eine Tochter hinterlassen. Ria steht nun ganz allein und hilflos in der Welt. Würdest du dich des armen Kindes annehmen? Wie meinst du das? Ich meine, du sollst gestatten, dass ich sie dir ins Haus bringe. Sollst dir eine Heimat bieten. Nein. Nein. Die Tochter jener Frau, die mich so leiden ließ, nein. Das kann ich nicht. Malvine. Mein Wort darauf. Du hast nie eine andere Nebenbuhlerin gehabt als meine Arbeit. Ilse Rottmann wäre außer sich gewesen, hätte sie ahnen können, mit welchem Verdacht du dich gequält hast. Nie würde sie mich dann gebeten haben, ihrem Kind in meinem Hause eine Heimat zu bieten. Ich habe ihr in ihre erkaltende Hand gelobt, dass ich es tun werde. Wenn du das fest versprochen hast, so ist mir jede Bestimmung vorweggenommen. Und ich habe mich zu fügen. Nicht so, Malvine, nicht so. Bedenke doch. Das arme Kind besitzt keinen Menschen mehr, dem es angehört. Spare dir alle weiteren Worte, Rolf. Ich sagte dir ja, dass ich mich füge. Aber nun verlange auch nie mehr, dass ich glauben soll, Ilse Rottmann sei dir nichts gewesen. Solche Opfer bringt man nur, wenn man liebt. Wie besorgt er ist um das Kind jener Frau. Die kleine Ria würde nicht gerade auf einen sehr freundlichen Empfang zu rechnen haben. Vorüber. Rolf Matern fand keine Worte, die hier hätten trösten können. Der kommenden Stunde sah er mit einigem Bangen entgegen. Er wusste ja nicht, wie Malvine das verwaiste Kind aufnehmen, wie sie sich zu ihm stellen würde. Willkommen in deiner neuen Heimat, kleine Ria. Mögest du dich heimisch und glücklich bei uns fühlen. Hier bringe ich dir unsere neue Hausgenossin Ria Rottmann. Liebe Malvine, und das ist meine liebe Frau Ria, die nun Mutterstelle an dir vertreten will. Malvine Matern fühlte, wie ihr Herz unter dem Blick dieser traurigen, scheuen Mädchenaugen ein paar raschere Schläge tat. Eine Stimme in ihrem Innern bat für dieses schutzlose, verwaiste Kind. Aber sie wehrte sich gegen diese Stimme. Nie, nie würde sie diesem Mädchen ein warmes Gefühl entgegenbringen können.
Ich heiße Sie willkommen, Fräulein Rottmann. Ria spürte die Kälte im Wesen dieser Frau und fühlte sich dadurch sehr eingeschüchtert. Sie haben einen schweren Verlust erlitten und werden Zeit brauchen, sich bei uns einzuleben. Aber Sie dürfen versichert sein, dass von meiner Seite alles geschehen wird, um Ihnen das Leben in unserem Hause so angenehm wie möglich zu machen. Ich danke Ihnen sehr, gnädige Frau. Und ich bitte Sie, mir nicht zu zürnen, dass ich so ohne weiteres zu Ihnen kam. Onkel Rolf versicherte mir, dass ich nicht störe. Und wenn Sie mir erlauben, will ich mich nützlich machen. Du störst uns in keiner Weise, Ria. Im Gegenteil. Es wird uns gut tun, ein so junges Wesen um uns zu haben. Nicht wahr, Malvina? Gewiss. Und damit Ria sich gleich zu Anfang heimisch bei uns fühlt, gestattest du wohl, dass sie dich Tante Malvina nennt. Gewiss ist es so das Beste. Da Sie in unserem Hause leben werden, geht es schon der Dienerschaft wegen nicht an, dass Sie mich, gnädige Frau, und meinen Mann, Onkel Rolf, nennen. Schmerzlich empfand Rolf den bitteren Beigeschmack dieser Worte. Und jetzt will ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen, Ria. Bitte folgen Sie mir. Bei Tisch sehen wir uns wieder, Ria. Wenn Sie es mir gestatten, will ich gern Tante Malvina zu Ihnen sagen. Ihre Sachen sind bereits angekommen. Sie brauchen nur der Dienerschaft die nötige Anweisung zu geben. Beim Auspacken wurde Ria ein wenig leichter ums Herz. Eifrig räumte sie alles an seinen Platz und darüber vergaß sie ein wenig den Schmerz um die verlorene Mutter. Ach, hier war es freilich noch viel, viel schöner als in der kleinen Mietswohnung, in der sie bisher mit der Mutter gelebt hatte. Malvina, Ria wird dir gefallen. Davon bin ich fest überzeugt. Sie ist sehr lieb und bescheiden. Hast du dir nicht oft gewünscht, dass wir statt unseres Sohnes eine Tochter hätten? Und jetzt, da Heinz erwachsen und wenig daheim ist, sollte dir doch so eine jugendliche Gesellschaft guttun. Hast du auch bedacht, wie sich Heinz nach seiner Rückkehr zu diesem jungen Mädchen stellen soll? Ich hoffe, wie ein Bruder. Und Heinz ist ja nicht ein Mensch, der in jedem weiblichen Wesen einen Gegenstand zum Flirten sieht. Die neue Hausgenossin könnte ihm auch unsympathisch sein. Er wird ihr, wie ich ihn kenne, sehr wenig Beachtung schenken. Jedenfalls aber wird er sich meinen Bestimmungen fügen. Damit wäre dieses Thema erledigt. Ich bitte dich, Malvina, lass das arme Kind nicht entgelten, dass es dir ungelegen kommt. Für taktlos wirst du mich doch nicht halten. Wenn Sie jetzt die Arbeit nicht niederlegen, werden Sie sich die Augen verderben, Ria. Ach, ich kann auch sehr gut sehen, Tante Malvina. Monatelang war Ria nun schon in der Villa Matern. Wer soll denn damit beschenkt werden? Onkel Rolf natürlich. Manchmal wünschte Malvina brennend, dieses fremde Mädchen wäre wieder fort. Glauben Sie, Tante Malvina, dass ihm diese Stickerei gefallen wird? Es ist ein echt chinesisches Muster. Da es von Ihnen kommt, wird es ihm schon gefallen. Ach, er ist so gut, Onkel Rolf. Und ein wenig hat er mich auch lieb. Ein wenig nur? Wenn Tante Malvina immer wieder vorsichtig tastend auf Rias früheres Leben zu sprechen kam, fühlte diese mit feinem Instinkt die brennende Unruhe aus den scheinbar gleichgültigen Worten heraus. Ja, gewiss, ein wenig nur. Aber genug für mich. Ich darf nicht unbescheiden sein. Wo sein Herz doch schon so sehr ausgefüllt ist von seiner Liebe zu Ihnen und zu seinem Sohn. Zu mir? Ja, natürlich. Sie scheinen sehr genau in Onkel Rolfs Herzen Bescheid zu wissen, Ria. Ach, bei Menschen, die ich liebe, muss ich das immer wissen. Und Onkel Rolf habe ich auch einmal gefragt.
Denk dir mal, kleine Ria, sagte Onkel Rolf, mein Herz wäre ein richtiges Haus und in allerlei Zimmer eingeteilt. Da ist zunächst der größte und schönste Raum, der viel größer ist als all die anderen zusammen. Darin wohnt nun schon seit vielen Jahren meine liebe Frau. Gleich daneben ist ein zweites, sehr großes Zimmer, das meinem Heinz gehört. Diese beiden Menschen brauchen sehr viel Platz, das kannst du mir glauben. Aber mein Herz ist so groß, dass ich noch mancherlei darin unterbringe. Ein lichtes, helles Zimmerchen ist auch für dich darin bereit. Ist das nicht ein hübsches Gleichnis? Der größte und schönste Raum, darin wohnt nun schon seit vielen Jahren meine liebe Frau. Wie Glockengeläute tönten ihr diese Worte. Und es schien ihr, als sei ein Reif gesprungen, der bisher ihr Herz zusammengepresst hatte. Was ist? Wo wollen Sie hin, Ria? Oh, ich dachte, Sie seien müde und wollten ein wenig ruhen. Da wollte ich nicht stören. Sie stören mich nicht, ich bin nicht müde. Bleiben Sie nur. Wir wollen doch du zueinander sagen, Ria. Es klingt so seltsam, wenn Sie Onkel Rolf du und mich sie anreden. Wenn Sie es erlauben, will ich es so gerne tun. Denn, ja, ich habe dich lieb. Sehr lieb, Tante Malvine. Wie spielend zog dieses Mädchen in seiner lieblichen Unschuld alle Schleier von ihrer Seele. Als Rolf Matern hörte, dass Malvine und Ria einander du nannten, sah er aufleuchtenden Auges seine Frau an. Dieser Blick, aus dem unverhüllte Liebe strahlte, brachte Malvine ganz aus der Fassung. Ria fühlte instinktiv, dass sich zwischen den beiden Menschen unsichtbare Fäden herüber und hinüber spannen. Malvine, soll es wieder wie eins zwischen uns werden? Glaubst du mir endlich? Ich glaube dir, Rolf. Aber lass mir noch ein wenig Zeit. Malvine, denkst du noch daran, wie glücklich wir einst waren? Damals, in der kleinen Wohnung in der Vorstadt, als wir so arm waren und doch so reich. Rolf. Rolf. Bin ich wirklich schuld gewesen? Nur ich, dass wir uns verloren. Nein, Malvine. Nicht du allein. Auch ich. Der Ehrgeiz hatte mich gepackt. Dem opferte ich viel. Zu viel. Ich hätte dich besser verstehen, dir mehr vertrauen sollen. Du bist ganz schuldlos. Er schloss erblassend sekundenlang die Augen. Nie verließ ihn der Gedanke an seine Schuld. Reich und berühmt hatte sie ihn gemacht. Aber das Glück hatte sie ihm gestohlen. Schuldlos sein. Ach, Malvine, wer das könnte. Rolf? Was ist dir? Nichts, Malvine, nichts. Ich bin nur ein wenig nervös, überarbeitet. Es wird Zeit, dass unser Sohn heimkommt. Wenn Heinz sich erst gut eingearbeitet hat, dann spannen wir mal für ein paar Monate aus, ja? Dann reisen wir zusammen. Dann holen wir nach, was wir in der Hast des Lebens versäumt haben. Willst du? Du bist noch so schön, Malvine.
Ich habe schon graue Fäden in meinem Haar gefunden. Bei mir musst du die braunen zählen, Marlene. Ria war sehr gespannt, Heinz Matern kennenzulernen und sah erwartungsvoll dem Tage entgegen, da er eintreffen musste. Ria hatte sich auf ihr Zimmer zurückgezogen, um das erste Wiedersehen von Eltern und Sohn nicht zu stören. Sie hörte Heinz Materns Lachen heraufklingen und ein Gefühl großer Einsamkeit und Verlassenheit überkam sie. Ein wenig später machten die Eltern Heinz mit Ria bekannt und sagten ihm, dass er sie in Zukunft immer im Vaterhause finden würde. Da beschlich den jungen Mann ein Gefühl großen Unbehagens. Wie hatte er sich auf das erste Mittagsmahl daheim gefreut, allein mit den Eltern, und nun war da dies fremde Mädchen. Scheu stand Ria vor ihm und fühlte mit einem jähen, brennenden Schmerz, dass ihre Anwesenheit ihm unangenehm war. Wie bist denn du auf die Idee gekommen, Papa, dies Mädchen ins Haus zu nehmen? Es gibt doch schließlich eine Menge Pensionen, wo man derartige hilflose Backfische unterbringen kann. Mein lieber Heinz, du vergisst dabei die Hauptsache. Was denn, Papa? Dass wir das Kind lieb gewonnen haben und sie nicht fremden Menschen überlassen wollten. Auch habe ich ihre sterbenden Mutter gelobt, sie in mein Haus zu nehmen. Solche Gelöbnisse können oft zu einer unerträglichen Fessel werden. Ich verstehe nicht, dass du dich dazu verleiten lassen konntest. Überhaupt, ich habe dich bezüglich dieser Frau Rottmann nie verstanden. Fast jeder Mensch hat einen Punkt, wo er dem anderen unverständlich erscheint. Lass dir daran genügen, mein Sohn, dass ich triftige Gründe für meine Handlungsweise hatte. Der heilige Abend war herangekommen. Zum Fest hatte man nur einen einzigen Gast eingeladen, Walter Meister, Heinz Materns Freund, mit dem zusammen er seine Reise gemacht hatte. Walter war ein lustiges Blut, stets sorglos und vergnügt, und doch im innersten Wesen ein tüchtiger, zuverlässiger Mensch. Zu ihm fasste Ria auch bald Vertrauen und plauderte ganz ungezwungen mit ihm. Heinz beobachtete die beiden ganz erstaunt, wie die Kleine auftaute. Sie müsste öfter lachen. Das steht ihr viel besser. Vor Walter schlug sie auch die Augen nicht ängstlich nieder. Nach Tisch verlangte Walter stürmisch, dass Weihnachtslieder gesungen werden müssten. Sonst ist es doch gar kein Weihnachtsfest. Er fühlte sich in der Familie seines Freundes ganz zu Hause und konnte sich diesen Ton erlauben. Es ist ein Ross entsprungen aus einer Wurzelzeit, wie uns die Alten summen. Feierlich und rührend, wie aus gläubigen Kinderherzen, klangen die Worte des alten schönen Liedes durch den Raum. Alle ließen sich so recht vom Behagen einspinnen. Thank you.
aufhören sollen, müsst ihr es mir sagen. Spiel nur weiter, Ria. Das Blümelein so klein, das duftet uns so süß. Mit Sie singen wunderhübsch, Ria, das habe ich gar nicht gewusst. So sehen Sie mich doch einmal herzhaft an, Ria. Mögen Sie mich denn so wenig leiden, dass Sie immer von mir fortsehen, wenn ich mit Ihnen spreche? Ach, wie mögen Sie so etwas glauben, Heinz? Das tut man doch nur bei Leuten, die man nicht leiden mag. All ihren Mut zusammenfassend sah sie wieder zu ihm auf. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit von mir. Ich bitte um Verzeihung. Nun kann ich wenigstens mit Gewissheit behaupten, dass Sie braune Augen haben, Ria. Sie dürfen ganz gewiss nicht glauben, dass ich Sie nicht leiden mag, Heinz. Wenn ich das nicht glauben soll, dann müssen Sie mir Besserung geloben. Ich will mir Mühe geben, ganz gewiss. Hand darauf. Zögernd legte Ria ihre kleine, schmale Hand in die seine. Er fühlte, wie sie leise zitterte. Sie hat wirklich Furcht vor mir, dachte er. Das ist ja gerade, als hielt ich ein gefangenes Vögelchen in der Hand. Also auf gute Kameradschaft, Ria. Eigentlich könnte ich ja die Rechte eines Vetters in Anspruch nehmen, da meine Eltern für Sie Onkel und Tante geworden sind. Das kannst du gewiss, Heinz. Es ist wirklich das Klügste. Ihr nennt euch du und betrachtet euch als Vetter und Basen. Mir ist das recht. Dir auch, Ria? Ja, Heinz. Das Du muss mit einem Kuss besiegelt werden. Nein. Nein. Recht so, Ria. Ein Mädchen muss geizen mit solch einer Gunst. Der Abend verlief so friedlich und schön, wie er begonnen hatte. Weißt du, Heinz, seitdem die kleine Ria bei euch im Hause ist, erscheint es mir in Villa Matern noch viel gemütlicher als zuvor. Heinz widersprach mit keinem Wort. Ria war zu jung und unerfahren, um sich schon darüber klar zu sein, dass Heinz Matern im Sturm ihr junges, unberührtes Herz erobert hatte. Sie fühlte nur instinktiv, dass etwas in ihr ganz anders geworden war, dass etwas Neues von ihrer Seele Besitz ergriffen hatte. Lass ihn recht glücklich werden, lieber Gott. Im Januar wurde Heinz zu Ehren ein Ball gegeben. Er behauptete zwar, an der ganzen Tanzerei sei ihm wenig gelegen, aber... Wenn man dich nicht zuweilen ein bisschen zur Geselligkeit zwingt, vergisst du im Arbeitseifer ganz, dass du noch jung bist. Als alter Mann brauchst du nicht mehr zu tanzen. Aber jetzt hast du noch Pflichten gegen die jungen Damen, die sonst überhaupt nicht mehr zu ihrem Recht... Man war übereingekommen, dass Ria der Trauer wegen noch nicht an dem Ball teilnehmen durfte. Schade, Ria. Wir hätten sonst den Reigen miteinander eröffnet. Wird es dich gar nicht schwer ankommen, in deinem Zimmer zu sitzen, wenn hier unten getanzt wird? Ich weiß es nicht, Heinz. Als aber dann am Abend der lustige Lärm von unten zu Ria heraufschallte und die lockenden Walzerklänge ertönten, da hielt sie es im Zimmer nicht mehr aus. Nur einen einzigen Blick wollte sie in den Saal auf die festliche Menge werfen und auf Heinz, der in dem eleganten Frack so schön und stattlich ausgesehen hatte. Thank you.
Rias Herz stand fast still in unverstandenem Schrecken. Wie schön diese Frau war, wie wunderschön. Wer mochte sie wohl sein? Sie wollten mir doch die Fotografien, die Sie von Ihrer Reise mitgebracht haben, zeigen, Herr Martel. Stehe gern zur Verfügung, gnädige Frau. Sibylle Jansen war die Gattin des schon ziemlich bejahrten, aber sehr reichen Bankiers Jansen. Aber Sie sind gut. Cool. Ausgezeichnet. Es Frau Venus und Tannhäuser, dachte Walter, als er im gleichen Augenblick Lotte Werner, Tochter des pensionierten Majors Werner, sah. Er war ihr schon früher oft in Gesellschaft begegnet und sie hatte ihm sehr gefallen. Sie stehen hier mitten im Gewühl wie auf einer einsamen Insel, mein gnädiges Fräulein. Darf ich mir erlauben, Ihnen etwas Gesellschaft zu leisten? Es ist nicht nötig, dass Sie sich meinetwegen bemühen, Herr Meister. Ich liebe die Einsamkeit. Und langweile mich nicht in meiner eigenen Gesellschaft. Sie hat ihn schon oft in ähnlicher Weise abfahren lassen. Warum behandeln Sie mich eigentlich so schlecht? Weil Sie so eingebildet sind, zu glauben, jede junge Dame müsse tief beglückt sein, wenn Sie sich herbeilassen, einige Worte mit ihr zu sprechen. Alle Blätter, mein gnädiges Fräulein, das war eine kalte Dusche. Womit habe ich das verdient? Kennen Sie mich so genau? Ach, die jungen Herren sind alle mehr oder minder gleich. Sie sind anmaßend und eingebildet. Da Sie sehr reich sind, besitzen Sie diese Fehler natürlich in verstärktem Maße. Und warum ist das so natürlich? Weil reiche Männer von jungen Damen noch mehr verwöhnt werden als arme. Und daher bilden Sie sich ein, noch viel begehrenswerter zu sein. Reizend sehen Sie aus. In Ihrer kriegerischen Haltung, mein gnädiges Fräulein. Sparen Sie sich Ihre Komplimente. Aber was soll denn das hinführen, mein gnädiges Fräulein, wenn Sie sich weiter so in Ihren Zorn gegen die Männerwelt hineinreden? Da wagt es doch kein Mann, sich um Ihre reizende kleine Hand zu bewerben. Das will ich auch keinem geraten haben. Ich bleibe ledig. In diesem Augenblick stieg zum ersten Mal der Gedanke in Walter Meister auf, dass sie eigentlich eine ganz reizende kleine Frau werden könnte, wenn man sie zähmte und von ihrem Männerhass heilte. Ist das wirklich Ihr Ernst, mein gnädiges Fräulein? Sie wollen ledig bleiben? Ja, mein voller Ernst. Schade. Ich wüsste nicht, was Sie dabei zu bedauern hätten. Gerade Sie wären eine Frau, wie ich sie mir wünsche. Ich bin des Alleinseins herzlich müde. Wollen Sie nicht meine Frau werden? Mit solchen Sachen treibt man keinen Scherz. Sie wollte sich nun so recht befriedigt fühlen, aber etwas in ihrem Herzen lehnte sich dagegen auf. Nun, Lotte. Willst du nicht tanzen? Ich möchte nur ein Weilchen bei dir sitzen, Mutter. Nun gerade, du kleiner Trotzkopf. Nun gerade. Immer wieder suchte Ria das Bild zu verscheuchen, das quälend vor ihr stand. Heinz Matern, ritterlich und elegant über die schöne Frauenhand gebeugt. Sie sah leuchtende, fesselnde Augen, einen roten Mund mit prächtigen Zähnen, wundervolles Haar. Weshalb haben Sie mich noch nicht besucht, Herr Matern? Ich habe überhaupt noch keine Besuche gemacht, gnädige Frau. Es fehlte mir an Zeit. Mein Vater möchte bald einige Monate ausspannen und da muss ich mich schnell einarbeiten. Fast körperlich fühlte er die sprühende Leidenschaft ihres Wesens und wie ein Rausch stieg es ihm zu Kopfe. Fiel auch nicht eine Stunde für mich ab? Ich hatte wirklich keine Minute Zeit. Sie werden doch nicht so ein leidenschaftlicher Pflichtenmensch werden wie Ihr Vater. Doch, er ist dann allem mein Vorbild. Dann werden Sie sich in der Gesellschaft auch so rar machen wie Ihr Vater? Wäre das so schlimm? Sehr schlimm.
für mich? Es lag echtes Gefühl in diesen Worten. Eine teure, gnädige Frau. Erst hatte es sie nur gereizt, mit ihm zu spielen, wie mit anderen Männern auch. Nun hatte sie aber bei diesem Spiel selbst Feuer gefangen. Und im Stillen bezeichnete sie Heinz Matern als die grande Passion ihres Lebens. Sie wissen ja nicht, was es für mich bedeutet, mich mit einem Mann, wie Sie es sind, unterhalten zu können. In schnellem Wechsel zog diese Frau Heinz an und stieß ihn ab. Sie wusste seine Sinne immer wieder zu fesseln, wenn auch sein Herz ihr gegenüber kalt blieb. Störe ich? Oder darf ich auch etwas von Ihrer geistvollen Unterhaltung profitieren, gnädige Frau? Dazu kommen Sie zu spät, Herr Meister. Ich werde mich jetzt wieder in den Ballsaal zurückbegeben. Ich lasse ja die Herren in guter Gesellschaft miteinander. Kam ich dir ungelegen? Im Gegenteil. Ich dachte schon, Tannhäuser sei in den Hörselberg getaumelt. Unfug. Sag mal, Heinz, kennst du eigentlich die kleine Lotte Werner? Männerfeindin? Ja, natürlich. Findest du sie hübsch? Ich finde sie reizend. Und ich werde sie heiraten. Unsinn. Wieso? Dass du heiraten willst. Jetzt schon und ausgerechnet diese kleine Kratzbürste. Ja, eben gerade das reizt mich. Weißt du, ich sitze so verteufelt allein drüben in meinem Haus. Du hast deine Eltern. Die kleine Ria. Wenn du durchaus der goldenen Freiheit müde bist, dann immer zu. Du bist wohl ein Ehefeind, Heinz. Nein, gewiss nicht. Die Ehe gehört zu den Pflichten des Staatsbürgers und kein gesunder Mensch soll sich ihr entziehen. Für dein Alter bist du unglaublich abgeklärt. Ich werde mich jedenfalls noch lange meiner Freiheit freuen. Und erst heiraten, wenn es sein muss. Auch deine Stunde wird noch kommen, Heinz. Und wenn es Naturen wie dich packt, dann sitzt das tiefer als bei anderen. Sieh nur, Heinz, ist sie nicht entzückend mit ihrem blonden Wuschelhaar? Wie ein Heiligenschein umgibt es ihr Gesichtchen. Dein Ständfall ist hoffnungslos, du brennst ja vor Liebe. Stimmt, Heinz, der Zustand ist wunderbar. Und jetzt tu mir einen Gefallen, Heinz, und entführe deine alte Dame ein bisschen, damit ich freie Bahn habe. Soll geschehen. Mein gnädiges Fräulein, darf ich mich noch einmal vor Ihr erzürntes Angesicht wagen? Ich wüsste nicht, was wir beide uns noch zu sagen hätten. Oh, ich wüsste eine ganze Menge. Nichtigkeiten. Für mich sind es Wichtigkeiten. Für Phrasen habe ich keinen Sinn. Sie sind eine überaus ernsthafte junge Dame. Darf ich trotzdem um diesen Walzer... Das ist auch so eine Sklaverei. Dachte sie trotzig. Bitte? Über ein Jahr war Ria nun schon im Hause des Baurats. Rolf Matern hatte mit seiner Gattin die geplante Reise angetreten und Heinz war so lange zu Walter Meister gezogen, da es nicht anging, dass er mit Ria allein im Hause zurückbliebe. Zwischen Heinz und Ria herrschte noch immer ein etwas gezwungenes Verhältnis. Nun schweigst du dich wieder in allen Sprachen aus, Ria. Ach, dir fall ich doch nur lästig mit meinem Geschwätz. Wer sagt dir denn das? Niemand, das weiß ich. Du bist so viel klüger als alle anderen. Da erscheint mir alles, was ich sage, sehr töricht. Und wenn du mit den anderen sprichst, hast du dieses Gefühl nicht? Nein, nur bei dir. Du bist wirklich ein sonderbares Mädchen, Ria. Warum soll ich denn klüger sein als die anderen? Warum sollte ich an deinem fröhlichen Geplauder nicht auch gefallen finden? Ach nein, das tust du nicht. Weißt du das so genau? Ich fühle es. Du trägst dein Haar jetzt hübscher aufgesteckt als früher. Bist du eitel geworden? Tante Malvine wollte es so haben. Also nur um meiner Mutter zu gefallen, machst du dich so hübsch. Ria stockte der Herzschlag. Instinktiv ahnte sie, dass Heinz diese schöne Frau liebt. Nur einen schnell prüfenden Blick hatte Sibylle über Rias Erscheinung gleiten lassen. Ein Glück, dass sie nicht Heinz Matens Geschmack ist, dachte sie dabei. Sie widmete dem anmutigen Mädchen einige Worte, um der Form zu genügen. Dann verabschiedete sie sich. Dann bis morgen.
Ich erwarte Sie. Bestimmt. Sie können fahren. Auf Wiedersehen morgen. Ganz verstört und bedrückt ging Ria neben ihm weiter. Und auch er blieb stumm. Anscheinend hatte er das junge Geschöpf an seiner Seite völlig vergessen. Rias reiner Sinn wandte sich instinktiv voll Abscheu gegen diese Frau, die an einen anderen gefesselt so schamlos mit Heinz kokettierte. Konnte ihn eine solche Liebe beglücken? Ihn, den sie doch so hoch über alle stellte? Ria dachte darüber nach, wie es gekommen war, dass sie in diesem Hause Aufnahme gefunden hatte und was ihr die Mutter über Onkel Rolfs Schuld gesagt hatte. Alles, meine liebe Ria, was Rolf Mattern besitzt, seine Stellung, sein Ruhm, sein Vermögen, das alles ist im Grunde Eigentum deines Vaters. Er ahnt nicht, dass ich das weiß. Ahnt nicht, dass ich hier die Papiere besitze, die das beweisen können. Dein Vater ist es gewesen, der die Erfindung gemacht hat, durch die Rolf Mattern berühmt und reich wurde. Am Tage vor seinem Tode hatte er eine Unterredung unter vier Augen mit Rolf Mattern. Und ich sah diesen mit den Papieren fortgehen. Rolf Mattern hat dann der Versuchung nicht entgehen können, die Erfindung für seine eigene auszugeben. Der ehrgeizige Mann war gestrauchelt in seiner blühenden Sehnsucht, aufwärts zu steigen. Doch man soll niemand verdammen, der menschlich gefehlt hat. Es ist so leicht, schuldig zu werden. Und so schwer, schuldlos zu bleiben. Was wohl Heinz sagen würde, wenn er wüsste, dass seines Vaters Ruhm und Reichtum auf einem Vergehen aufgebaut war? Nie. Niemals darf er es erfahren. Freust du dich so sehr auf das Wiedersehen mit meinen Eltern, Ria? Ja. Fast betroffen war er plötzlich von der Schönheit dieser Augen. Ich bin so froh, dass sie wiederkommen. Und dass auch du nun wieder nach Hause kommst. Rolf Mattern und seine Gattin hatten eine herrliche Zeit hinter sich. Diese Reise hatte er gewissermaßen als Entschädigung seiner Frau für lange, einsame Jahre Ria betrachtet. Jede Minute dieser Zeit hatte er ihr gewidmet. Und Malvine war restlos glücklich. Ja. Oh, danke dir. Ja. Schön. Hast du gut Haus gehalten, Kleine? So gut ich konnte, Tante Malvine. Hoffentlich bist du mit mir zufrieden. Du wirst deine Sache schon brav gemacht haben. Wie gut, dass ihr wieder da seid. Hast du Sehnsucht nach uns gehabt? Ach, so oft. Wie schön du alles gerichtet hast, Kind. Gefällt es dir? Rias liebevoll forschenden Augen fiel es auf, dass Tante Malvine gar nicht so wohl aussah, wie sie gehofft hatte. Ist dir kalt, Tante Malvine? Soll ich dir ein Tuch umgeben? Ja, Kind, gib mir ein Tuch. Es ist sonderbar. Ich fror schon auf der ganzen Heimreise, trotz des warmen Wetters. Du wirst dich wohl neulich, als wir über den Bodensee fuhren, erkältet haben, Malvine. Ach, es war aber doch so schön, Rolf. Schlimmstenfalls werde ich die Fahrt mit einem Schnupfen büßen müssen. Diesen Preis zahle ich gern für einen wunderschönen Abend. Dürfen wir euch einen Augenblick warten lassen? Vater und ich haben noch rasch etwas Geschäftliches zu besprechen, das keinen Aufschub duldet. Wenn es so dringend ist. Du solltest dich ein wenig niederlegen, liebe Tante. Ja. Mir ist wirklich gar nicht gut, Ria. Aber man muss sich von einer leichten Unpässlichkeit nicht runterkriegen lassen. Morgen wird es wohl wieder vorüber sein. Noch in derselben Nacht erkrankte Frau Malvine ernstlich und der herbeigerufene Arzt stellte eine schlimme Lungenentzündung fest. Malvine Mattern schwebte in Lebensgefahr. Angst und Sorge gingen um im Hause. Es sollten aber noch viel schlimmere Tage kommen für Villa Mattern.
Als Rolf Matern in einer halbfertigen Ausstellungshalle stand, war auf unerklärliche Weise ein Eisenstück von einem Gerüst herabgestürzt und hatte ihn getroffen. Mutter darf um Gottes Willen nichts erfahren, Ria. Damit Tante Malvine in keiner Weise gestört werden konnte, hatte man Rolf Matern in ein Parterrezimmer gebettet. Er war noch immer bewusstlos. Der Arzt hatte sich ins Nebenzimmer zurückgezogen und Heinz war zu seiner Mutter hinaufgegangen. Jetzt zahle ich meine Schuld, Ria. Die Strafe hat mich ereilt. Onkel Rolf, lieber Onkel Rolf, nicht sprechen. Du darfst nicht. Ich will den Arzt rufen. Nein, keinen Arzt. Ich fühle es, der Tod kommt. Und das ist gut so. Aber eins muss ich mir von der Seele wälzen. Höre mich an, Ria. Schweig doch, schweig. Eine Schuld, eine große Schuld. Lieber, lieber Onkel Rolf, ich weiß alles. Alles. Lange schon. Das mit der Erfindung meines Vaters, nicht wahr? Sei ruhig. Das ist alles gesühnt, alles vergeben. Mutter hat es auch gewusst. Nun bist du ruhig, ja? Ganz ruhig. Rolf Materns Augen leuchteten in überirdischem Glanze. Ihr habt's gewusst und mir verziehen. Rufe Heinz schnell. Nein, sag ihm nichts, nie darf er es wissen. Er soll nicht leiden. Du liebst ihn, Ria. Du... Ach, dann kann alles gut werden. Aber du sagst ihm nichts? Nein, jetzt nicht. Jetzt nehme ich das Geheimnis mit mir. Vater. Lieber Vater. Rias Geschick lege ich in deine Hände. Nimm sie, dein Herz. Wenn ich nicht mehr bin, vergiss nicht. Ich habe sie lieb. In deine Hände. Heinz, ist keine Hoffnung mehr. So, gut. Grüß dich, Mutter. Rolf Matern war verschieden. An dem Tage, da man Rolf Matern hinaustrug zu seiner letzten Ruhestätte, nahm Malvines Befinden die bedenklichste Wendung. Sie wusste noch nichts von ihres Gatten Tod. Heinz, der Vater, er weiß doch, dass ich sterben muss und lässt mich allein. Tante Malvine, liebe Tante Malvine, er lässt dich grüßen, Tante Malvine. Warum kommt er nicht?
Die Wahrheit. Tante Malvine, Onkel Rolf hat einen Unfall gehabt, Tante Malvine. Er wird mit dir gehen. Er wäre doch sonst hier, Tante Malvine. Er liebte dich doch so sehr. Rolf. Mein Rolf. Heinz hat er leiden müssen, der Vater. So hat er es gewollt, mitten aus der Arbeit. Es ist gut so. Nun, nach diesen glücklichen Tagen, wir beide. Heinz Matern hatte auch die Mutter verloren. Kein Wort des Trostes vermochte Ria ihm zu sagen. Worte sind so arm in solchen Fällen. Aber ihre Augen folgten ihm in heißer Angst und Sorge. Ich werde vorläufig wieder zu Walter Meister übersiedeln. Wehen Herzens dachte sie an das Kommende. Wir müssen beide erst wieder ruhig werden, Ria, ehe wir darüber sprechen können, was nun in Zukunft geschehen soll. Ja, Heinz. Onkel Rolf hatte ihr Geschick in seine Hände gelegt. Also wollte sie still warten, bis er über sie bestimmte. Möchtest du nicht Lotte Werner bitten, dass sie auf einige Zeit zu dir kommt? Wenn du willst, so kann ich sie gern darum bitten. Ich denke, es wird gut für dich sein. Du magst Lotte Werner doch gern leiden, nicht wahr? Sehr gerne. Wie süß wäre es für sie gewesen, wenn er sich aus eigenem Antrieb um sie gesorgt hätte. Aber er tat es ja nur, weil es seines Vaters letzter Wunsch war. Um mich brauchst du dich wirklich nicht zu beunruhigen, Heinz. Es war einige Zeit nach Malvine Materns Tode, als Ria eines Morgens ein Brief übergeben wurde. Mein verehrtes, gnädiges Fräulein, als alter Freund und Kollege Ihres früh verstorbenen Vaters habe ich Ihnen eine Mitteilung von größter Wichtigkeit zu machen. Lassen Sie mir bitte umgehend Nachricht zukommen, wo und wann ich Sie allein und ungestört sprechen kann. Hochachtungsvoll Heinrich Krause, Ingenieur, Postlagern Berlin, Postamt 7. Heinrich Krause? Diesen Namen hatte sie doch schon gehört. Ria fühlte ein Unbehagen, das sie sich nicht erklären konnte. Nach einigem Zögern entschloss sie sich aber doch, den Mann zu empfangen. Vielleicht handelte es sich nur um eine Bettelei. Heinz fühlte sich von all dem Schweren, das ihn betroffen hatte, noch ganz betäubt. Zudem musste er all seine Kraft den Geschäften widmen. Was fange ich nur mit Ria an, Walter? Kannst du mir nicht einen guten Rat geben? Doch, einen sehr guten sogar. Und? Diesen Rat gebe ich dir allerdings nur, weil ich deine nüchterne, ruhige Gemütsart kenne. Und wenn ich nicht irre, hat Frau Venus inzwischen die Macht über dich verloren. Dieser Irrtum ist abgetan. Längst schon hatte Heinz Sibylle Janssens niedriges Beginnen erkannt. Widerwillen und Abscheu waren in ihm aufgestiegen gegen diese Frau. Also, dein Rat? Heirate sie. Wer? Ria. Bist du verrückt? Ganz im Gegenteil. Ihre Sanftmut passt vortrefflich zu deinem etwas herrischen Charakter. Und durch eine Heirat wärst du auch der Sorge um ihre Zukunft völlig enthoben.
Der Rat, der Heinz erst unsinnig erschien, war doch nicht ohne weiteres zu verwerfen. Eine große Leidenschaft verlangte er nicht. Ria würde ihm eine gute Hausfrau sein. Auch hübsch war sie und gesund. Und außerdem konnte er so des Vaters Wunsch, für Rias Zukunft zu sorgen, in umfassender Weise erfüllen. Fräulein Ria Rottmann, wenn ich nicht irre. Mein Name ist Krause. Heinrich Krause. Was haben Sie mir mitzuteilen, mein Herr? Sind wir auch unbelauscht, mein gnädiges Fräulein? Ganz gewiss, Sie können ganz ungestört sprechen. Bitte behalten Sie Platz. Wenn ich Sie so vor mir sehe, das Kind meines unvergesslichen, teuren Freundes... Zur Sache, wenn ich bitten darf. Die Jugend ist immer ungeduldig. Ihr Herr Vater und ich... Wir waren die besten, treuesten Freunde. Gleich ihm bin ich Ingenieur. Und wir waren zusammen in einem Büro angestellt. Als ihr Herr Vater verstorben war, bat mich ihre Frau Mutter dringend, seinen Nachlass zu ordnen. Leider musste ich damals gerade eine große Reise antreten. Hat Ihnen Ihre Frau Mutter nie von mir erzählt? Ria wusste, dass er log und sagte sich, dass sie vor diesem Menschen auf der Hut sein müsse. Ich kann mich nicht erinnern. Um ihr gefällig zu sein, hatte ich wenigstens das Pult ihres Herrn Vaters im Büro nachgesehen, um allerlei Kleinigkeiten daraus an ihre Frau Mutter abzuliefern. Ich fand auch einige Zeichnungen und Berechnungen darin, die dann später irrtümlich zwischen meine Papiere gerieten, weil ich, wie gesagt, eine Reise vorhatte und beim Packen war. Ria ahnte, dass Krause um Onkel Rolfs Geheimnis wusste. Der Gedanke, dass Heinz etwas erfahren könnte, drohte ihr, die Besinnung zu rauben. Wenn Sie wollen, können Sie das gesamte Vermögen Rolf Matterns an sich bringen. Sie scherzen? Ich spreche in vollem Ernst, Fräulein Rottmann. Jene Zeichnungen beweisen, dass die Erfindung, die Rolf Mattern für die seine ausgab und durch die er reich und berühmt wurde, von Ihrem Herrn Vater stammt. Ria hatte alle Kraft nötig, um ihre Fassung zu bewahren. Ich hatte erst vor kurzer Zeit drüben in Amerika von der Erfindung gehört, daraufhin das Opfer einer Reise nicht gescheut, um Ihnen zu Ihrem Recht zu verhelfen. Herr Krause, meine Mutter und ich haben um diese Erfindung meines Vaters gewusst. Alles geschah mit unserem Einverständnis. Sie haben sich also umsonst bemüht. Und ich muss Sie bitten, mir die Zeichnungen zurückzugeben. Ich bedauere. Die Zeichnungen gebe ich nicht umsonst heraus. Und wenn ich mit Ihnen kein Geschäft machen kann, dann wende ich mich an Herrn Heinz Mattern, dem wird der gute Name seines Vaters schon etwas wert sein. Um Gottes Willen. Wie viel fordern Sie? 20.000 Mark. Das ist zu viel. Zu viel. Heinz Mattern wird mir sicher gern das Doppelte zahlen. Wo sollte sie eine so große Summe hernehmen? Ria besaß nichts als den Erlös aus der Hinterlassenschaft ihrer Mutter. Ich besitze nicht mehr als 6.000 Mark, die will ich Ihnen geben. Nun, dann geben Sie mir die 6.000 Mark als Abschlagssumme. Die restlichen 14.000 zahlen Sie mir später. Nach und nach. Wie sie das fehlende Geld beschaffen sollte, wusste Ria nicht. Aber Gott würde ihr helfen in ihrer Not. Gut, ich werde Ihnen morgen 6.000 Mark auszahlen. Kommen Sie um dieselbe Zeit hierher und bringen Sie mir die Zeichnungen mit. Bei der letzten Rate werden Sie die Zeichnungen erhalten, mein Fräulein, bei der letzten Rate, nicht eine Minute früher. Also bitte, kommen Sie morgen um diese Zeit. Ich werde pünktlich sein. Verzagten Herzens eilte Ria eine halbe Stunde später zur Stadt, um Heinz in seinem Büro aufzusuchen und ihn um das Geld zu bitten. Lieber Gott, hilf mir. Lass ihn nicht büßen für die Sünde seines Vaters. Stolz und rechtlich wie Heinz war, würde es ihn zu Boden drücken, wenn er erführe, was sein Vater getan hat. Du hier, Ria? Ist etwas geschehen? Geschehen ist nichts, Heinz. Es ist nur, ich hätte eine große Bitte an dich. Musst du dabei so ängstlich aussehen, Ria? Es lag ein wärmerer Ton als sonst in seiner Stimme. Warum bist du nur so scheu gegen mich? Ach, ich weiß nicht. Es ist mir nur so peinlich, dich zu stören.
Aber Ria, du bist mir gewiss keine Störung. Also, was hast du für ein Anliegen? Ich möchte dich bitten, mir die 6.000 Mark zu geben, die Onkel Rolf für mich in Verwahrung nahm. Du weißt, das kleine Erbteil meiner Mutter. Du brauchst Geld? Ja. Darf ich wissen, wozu? Ich möchte dich bitten, mich nicht weiter danach zu fragen. Also gut, ich frage nicht. Sollte sie heimlich Schulden gemacht haben, dachte er, verwarf aber diesen Gedanken gleich wieder. Es ist selbstverständlich, Ria, dass du das Geld von mir bekommst. Ich möchte dich bitten, mein Erbteil damit zu belasten. Das geht nicht. Dein Erbe bekommst du an deinem Hochzeitstag und nicht früher. So hat es mein Vater bestimmt. Es beschämt mich sehr, deine Güter in Anspruch nehmen zu müssen. Zum ersten Mal sah er mit Bewusstsein in ihr das junge Weib. Sie konnte wirklich für sehr hübsch gelten. Ihr Haar und ihre Augen mussten sogar als schön bezeichnet werden. Hast du ein wenig Zeit, Ria? Ich möchte noch etwas mit dir besprechen, da du einmal hier bist. Ich habe Zeit. Erinnerst du dich der letzten Worte, Ria, die mein Vater zu mir sprach? Ja, Heinz. Hast du nun irgendeinen Wunsch in Bezug auf deine Zukunft? Was wäre dir lieber, Ria? Möchtest du bei mir bleiben? Oder möchtest du fern von mir ein neues Leben beginnen? Ich würde natürlich auf jeden Fall für dich sorgen. Ihr einziger Gedanke war: Tu mit mir, was du willst. Nur verbanne mich nicht aus deiner Nähe. Sie sprach ihn aber nicht aus. Ich möchte, dass du es bestimmst. Du bist mir lieb wie eine Schwester. Und ich betrachte dich als ein teures Vermächtnis meines Vaters. Ria, ist dein Herz noch frei? Mein Herz ist frei. Ria wusste nicht, wie ihr geschah. Heiße Freude war in ihr und doch ein tiefer Schmerz. Eine Ehe, Ria, die sich auf gegenseitige Hochachtung gründet, hat mehr Anwartschaft auf ein glückliches Gedeihen als eine, die im Rausch der Leidenschaft geschlossen wird. Kannst du dich entschließen, mir deine Zukunft anzuvertrauen? Wie jubelnd würde sie eingewilligt haben, wenn nur ein Funke von Liebe aus seinen Worten geleuchtet hätte. So wollte er seine Hand ohne sein Herz verschenken an sie, die ihm nichts war, als seine Schwester. Schon war sie im Begriff, das Nein auszusprechen, dadurch zuckte sie ein Gedanke, der das Wort auf ihre Lippen bannte. Wenn ich seine Frau würde, könnte ihm niemand etwas anhaben. Auch dieser Heinrich Krause nicht. Möchtest du meine Frau werden, Ria? Ich will, Heinz. Ich komme heute zur Teestunde nach Hause, damit wir alles Weitere besprechen können. Seinen Arm legte er nicht um sie. Seine Lippen suchten nicht die ihren. Er wollte sie nicht bedrängen, sie aber hielt es für ein Zeichen seines kühlen Empfindens für sie. Ich werde dich erwarten, Heinz. Aber du wirst Lotte Werner bei mir finden. Nun gut. Ich werde dafür sorgen, dass wir trotzdem ungestört sein können. Ich werde Walter mitbringen. Ein Stündchen werden die beiden Kampfhähne wohl mal allein miteinander auskommen. Wie ein Traum zog alles noch einmal an Ria vorüber, was sie eben erlebt hatte. Sie, Heinz Materns Braut, bald seine Frau. Seine ungeliebte Frau. An mich will ich nicht denken. Nur an ihn, dachte sie und suchte sich zu fassen. Seine ungeliebte Frau. Das Wort setzte sich fest in ihrem Herzen. Eigentlich ist es sehr nett von dir, Ria, dass du nach meiner Gesellschaft verlangst. So komme ich zu einem reizenden Landaufenthalt und kann mir für ein paar Tage einbilden, dass ich in diese vornehme Umgebung gehöre. Es muss schon recht hübsch sein, wenn man reich ist. Aber Ria, was ist denn mit dir? Ich glaube, du hast kein Wort von dem gehört, was ich gesagt habe.
Sei mir nicht böse. Das kommt davon, dass ich heute etwas aus dem Gleichgewicht bin. Ist dir etwas Besonderes widerfahren? Wenn es etwas Besonderes ist, dass man sich verlobt, dann ja. Ria, du hast dich verlobt? Oh, natürlich mit Hans Matern. Das findest du so natürlich? Dass du ihn liebst, das weiß ich schon. Und ein Mädchen wie du heiratet nur den Mann, den es liebt. Schweig um Gottes Willen, wenn das jemand hört. Ist es denn ein Verbrechen, seinen Verlobten zu lieben? Versprich mir, Lotte, dass du nie mehr davon sprichst, zu keinem Menschen. Dass du Heinz Matern liebst? Ja. Also gut, ich verspreche dir hiermit feierlichst, dieses zarte Geheimnis zu hüten. Ich danke dir. Da haben wir noch vor wenigen Tagen ausgemacht, einen Altjungfernbund mit Mops, Kanarienvogel und einem halben Dutzend Katzen zu gründen und nun verlässt du mich. Und du? Ist es dir wirklich so ernst mit deiner Feindschaft gegen Walter Meister? Du weißt, dass ich alle Männer hasse und verabscheue. Doch nicht alle, Lotte. Ich glaube, er hat dich sehr gern. Deshalb werden wir doch nie ein Paar. Aber warum denn nicht? Weil er schon einmal um mich angehalten hat und ich gab ihm einen Korb. Aber inzwischen hast du ihn schätzen gelernt, Lotte, nicht wahr? Aber er wird nichts mehr von mir wissen wollen. Das kann ich ihm auch gar nicht verübeln, denn ich war ihm gegenüber wirklich unausstehlich. Zuweilen bist du das jetzt noch. Nicht ohne Befangenheit hatten Ria und Lotte die beiden Herren begrüßt. Auch beim Tee schleppte sich die Unterhaltung nur langsam dahin und versiegte endlich ganz. Denn sie waren alle vier innerlich stark beschäftigt. Lieber Walter, ich sagte dir schon, dass ich mit Ria einiges zu besprechen hätte. Darf ich dich bitten, inzwischen Fräulein Werner die Langeweile zu vertreiben? Wenn das gnädige Fräulein mit mir für lieb nehmen will, sei gern. Willst du mich in Vaters Zimmer begleiten, Ria? Lotte? Dort drin bauen zwei Menschen an einer gemeinsamen Zukunft. Heinz Matern hat sich heute Mittag mit Ria Rottmann verlobt. Ja, ich weiß es. Lotte, auch ich habe ein Mädchen lieb. Ich habe einst um sie geworben, ein wenig hastig und übermütig zwar, aber sehr ernsthaft. Da hat sie mir gesagt, sie hasse alle Männer, mich natürlich ganz besonders. Trotzdem habe ich nicht von ihr lassen können. Aber auf einen zweiten Korb darf ich es nicht ankommen lassen, sonst verbanne ich mich aus ihrer Nähe. Da bin ich nun in einer schlimmen Lage, Lotte. Können Sie mir sagen, ob das böse, liebe Mädchen immer noch solchen Widerwillen gegen mich hat? Es ist ein ganz abscheuliches Mädchen, das es gar nicht verdient hat, dass es so treu gelernt wird. Oh, Trotzkopf, lieber mein Wildvöglein, bist du endlich gezähmt? Oh Gott, was war ich für eine Töre? Ach, Lotte. Ich glaube, lange hätte ich das nicht mehr ausgehalten. Aus ist es mit Krieg und Belagerung. Der Feind hat bedingungslos kapituliert. Nein, nicht ganz bedingungslos. So ruhig, jetzt nicht gemuckst. Jetzt kenne ich ein famoses Mittel, dich ruhig zu halten. So. Walter, wenn uns jemand sieht. Nun ist genug. Nun setz dich brav auf deinen Stuhl, sonst würde ich böse. Hast du jemals einen folgsameren jungen Mann gesehen? Oh, Walter, wie werden sich meine Eltern freuen? Dass sie ihre streitbare Tochter loswerden. Nein, du Unband, dass sie dich zum Schwiegersohn bekommen. Lotte, sag mal, seit wann liebst du mich? Soll ich ehrlich sein? Ganz ehrlich. Seit ich dich kenne. Heinz hatte vorgeschlagen, dass die Hochzeit mit Rücksicht auf das Trauerjahr in aller Stille stattfinden sollte. Ria fügte sich wunschlos in alles, was er bestimmte. Jedoch berührte es ihn gar nicht angenehm, dass Ria so gleichmütig in alles willigte. Aber ihr Herz schlug in stummer Qual bei diesen nüchternen, geschäftsmäßigen Erörterungen. Du bist nun meine liebe Braut, Ria, und bald meine Frau. Nun musst du alle Scheu vor mir ablegen und immer daran denken, dass ich es herzlich gut mit dir meine. Und darum musst du volles Vertrauen zu mir haben. Plötzlich verlangte es Heinz, ihren roten Mund zu küssen und die fest zusammengepressten Lippen zu berühren.
Wir werden wie gute Kameraden unseren gemeinsamen Weg gehen. Möge es dich nie gereuen, dass du dich mir fürs Leben anvertraut hast. Doch nun wollen wir uns nach den beiden anderen umsehen und ihnen sagen, dass wir Brautleute sind. Lotte weiß es schon. Und Walter weiß es von mir. So werden sie beide nicht sehr erstaunt sein. Verehrtes, gnädiges Fräulein, ich stelle Ihnen Ria als meine liebe Braut vor. Lieber Heinz, mein teures Fräulein Ria, Lotte und ich haben uns Ihrem Beispiele folgend ebenfalls verlobt. Die beiden Paare wünschten einander von Herzen Glück und man beschloss noch am selben Abend eine schlichte, gemütvolle Feier der doppelten Verlobung zu veranstalten. Am folgenden Tage, Ria war gerade allein zu Hause, wurde ihr Heinrich Krause gemeldet, pünktlich zur verabredeten Stunde. Ich habe die 6.000 Mark für Sie bereit, Herr Krause. Obwohl Sie zu irgendeiner Forderung nicht berechtigt sind, will ich mein Versprechen halten und Ihnen auch noch die übrigen 14.000 Mark auszahlen. An einen festen Termin kann ich mich jedoch nicht binden. Mein verehrtes Fräulein, ich habe mir die Sache überlegt. Gehe ich zu Heinz Matern, so mache ich ein entschieden besseres Geschäft. Er wird sich seinen guten Namen etwas kosten lassen. Ria behielt sich in der Gewalt. Sie war gewappnet und griff nun zu einer List, die sie sich ausgedacht hatte. Von Herrn Materne erhalten Sie keinen Pfennig. Ich hielt es für besser, ihm alles zu sagen, zumal ich mich gestern mit ihm verlobt habe. Nichts, gar nichts wollte er Ihnen zugestehen, sondern Sie sofort verhaften lassen. Alle Teufel! Sie sehen also, dass Ihre Drohung wirkungslos geworden ist. Aber ich habe bisher immer gehalten, was ich versprochen habe. Und ich will Ihnen helfen, ein besseres Leben zu beginnen. Glauben Sie mir, mein Fräulein, wenn ich nicht ein so armer, vom Unglück verfolgter Schlucker wäre, ich würde Sie nicht behelligt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Berührung mit der Polizei erspart haben. Jetzt stellen Sie mir noch eine Quittung aus und geben Sie mir die Adresse, an die ich das übrige Geld schicken kann. Selbstverständlich, mein Fräulein. Und kommen Sie nie hierher, ohne vorher schriftlich anzufragen, ob ich Sie allein empfangen kann. Am besten lassen Sie sich überhaupt nicht mehr sehen, bevor Sie mir die Zeichnungen gegeben haben. Selbstverständlich. Es ist in Ihrem Interesse. Ich werde mich strikt an Ihre Anweisungen halten, mein Fräulein. Freilich lag ihr der Gedanke noch schwer auf dem Herzen, wie sie das Geld beschaffen sollte. Dass ihr Heinz gesagt hatte, sie würde ihre kleine Erbschaft nach der Hochzeit erhalten, war eine leise Hoffnung für sie. Auch von dem Betrage, den ihr Heinz zur Beschaffung ihrer Aussteuer aushändigen wollte, hoffte sie, einige tausend Mark ersparen zu können. Heinz, für dich? Dachte sie mit einem befreiten Lächeln. Es würde schon gehen. Galt es doch Heinz Materns Wohl und Frieden. Schon 6 Wochen nach der Verlobung wurde Ria in aller Stille Heinz Materns Frau. Seit Ria seine Braut war, hatte Heinz fast täglich neue Reize an ihr erspäht. Jetzt erfüllte ihn der Gedanke, dass dieses junge Wesen nun ihm gehörte, mit Leib und Seele, mit einem wonnigen Gefühl. Noch nicht ein einziges Mal hatte er ihre Lippen berührt. Immer hatte eine stille, ängstliche Abwehr in ihrem Wesen gelegen, wenn er sich ihr nahen wollte. Nun bist du meine Frau, Ria. Das Blut drängte sich ihm rasch zum Herzen. Sie hätte aufspringen und fortlaufen mögen. Er liebte sie ja nicht, warf ihr nur Brosamen hin, in einer flüchtigen Aufwallung der Sinne. Aber sie durfte nicht entfliehen, durfte ihn nicht einmal zurückweisen. Sie war nun sein Eigentum, seine Frau, seine ungeliebte Frau. Ihr törichtes Herz schrie in Sehnsucht nach seiner Liebe und bebte doch vor seinen Zärtlichkeiten zurück. Musik
Ria war eine Musterfrau, wie Heinz sie sich früher immer gewünscht hatte. Sie nahm lebhaften Anteil an allem, was ihn beschäftigte. Sie plauderte klug und angeregt mit ihm, spielte ihm ihre lieben kleinen Lieder und hielt sein Hauswesen tadellos in Ordnung. Und immer wieder fragte er sich, ob es möglich sein konnte, dass solch ein vollkommenes Wesen keiner tiefen Liebe fähig sei. Oder war er nur nicht der Mann, diese Liebe zu erwecken? Wenn sie sich nur ein einziges Mal freiwillig an seine Brust schmiegen, nur einmal ihre Arme um seinen Hals legen und ihm die Lippen zum Kusse bieten möchte. Aber nie geschah es. Nichts verriet ihm, wie sehr sie ihn liebte, dass er ihr mehr galt als ihr Leben. Kann es denn sein, dass sein Herz nichts davon weiß? So lebte das junge Paar nebeneinander hin, eins in Liebe zu dem anderen. Und doch beide sich in Sehnsucht verzehrend. Weißt du, ich finde Heinz und Ria immer so schrecklich korrekt. Sie treiben nie solche Torheiten wie wir beide. Wir sind viel, viel unvernünftiger. Wir gehen auch keine Vernunft-Ehe ein, wie die beiden das Unsinn, getan haben. Unsinn, Walter. Die beiden lieben sich genauso wie wir. Nur zeigen sie es. Bist du dessen so sicher? Du gescheiter Mann. Glaubst du, ein Mädchen wie Ria heiratet aus Vernunftgründen einen Mann, den sie nicht tun? Ja, wenn das nur alles gut geht mit dem beiden. Unsere Hochzeit jedenfalls soll vergnügter werden, Schatz, nicht wahr? Walter hielt Wort und veranstaltete zu seiner Hochzeit eine glänzende Feier. Ria und Heinz waren unter allen geladenen Gästen dem Brautpaar natürlich die Liebsten. In den Wochen darauf war Heinz oft allein, denn Ria hatte der Freundin versprochen, ihr beim Einrichten des neuen Heimes behilflich zu sein. Ich könnte es ohne sie einfach nicht mehr aushalten, dachte er. Und sein Haus erschien ihm öde und leer, ohne seine Frau. Hier, in ihrem Zimmer, meinte er, ihr näher zu sein. Ein ganz feiner, kaum wahrnehmbarer Duft, der auch Rias Persönlichkeit umgab, täuschte ihm ihre Nähe vor. Wenn ihm früher jemand prophezeit hätte, er werde eine Frau so lieben, dass er an solchen Torheiten Gefallen finden könnte, er hätte den Betreffenden ausgelacht. Ganz wie es sich geziemt für die Hausfrau, dachte er bitter. Ob sie dieses Bild wohl zuweilen ansieht? Er betrachtete es, als könne es ihm über diese Frage Aufschluss geben. Plötzlich stutzte er. Das sieht aus, als hätte jemand das Bild geküsst. Sollte Ria das wirklich getan haben? In Gedanken versunken griff er in eines der Fächer, als könnte es weitere Geheimnisse für ihn bergen. Es handelte sich im Ganzen um 16.500 Mark. War dieser Heinrich Krause vielleicht ein Lieferant? Jedenfalls will sie nicht, dass ich davon erfahre. Also werde ich auch von meiner Entdeckung nicht sprechen, dachte er. Und der Gedanke, ob Ria das Bild wohl geküsst habe, war ihm viel wichtiger als diese Quittung. Lassen, Heinz? Nur wenige Minuten. Danke. Gut geschlafen, Maria. Danke, sehr gut. Du auch? Danke, ausgezeichnet, antwortete er, obwohl er stundenlang wach gewesen war, weil ihm eine treibende Unruhe im Blute lag.
Immer wieder brannte ihm die Frage auf den Lippen. Ria, hast du mein Bild geküsst? Aber eine unerklärliche Scheu ließ ihn schweigen. Das Post für dich, Ria. Danke. Und plötzlich stieg in Heinz eine unerklärliche Eifersucht auf. Der Gedanke an den Brief und den geheimnisvollen Heinrich Krause ließ Heinz den ganzen Tag nicht los. Ich habe eine große Bitte an dich, Heinz. Du darfst mir aber nicht zürnen. Warum sollte ich dir zürnen, wenn du eine Bitte an mich hast, Ria? Er wünschte sehnlichst, sie möchte sich ihm anvertrauen. Ich möchte dich bitten, mir 3000 Mark zu geben. Hast du Schulden, Ria? Ja, bei meiner Schneiderin. Er wusste, dass sie die Unwahrheit sprach und es reizte ihn, sie zu quälen. Hast du nicht die 6000 Mark noch im Hause, die ich dir an unserem Hochzeitstage gab? Die besitze ich nicht mehr. Ich gab sie schon aus. Hast du gar kein Vertrauen zu mir, Ria? Willst du mir nicht offen sagen, wozu du das Geld brauchst? Ich bitte dich. Gib mir das Geld und frag mich nicht weiter. Nur dieses eine Mal will ich dich noch mit einer Bitte belästigen. Es ist gut, du sollst es haben. Sie hätte aufschreien mögen vor Qual. Wilde Ideen kreisten in seinem Kopfe und rankten sich um diesen Heinrich Krause, der so viel Geld von seiner Frau bekam. Er bildete sich ein, der Mann stehe zwischen ihm und seinem Glück. Nie werde ich vergessen, wie großmütig Sie mir gegenüber waren. Bitte wollen Sie sich nun vergewissern, dass ich Ihnen die Zeichnungen unversehrt zurückgebracht habe. Ja, es sind die Zeichnungen, die zu dem Duplikat gehören, das mein Vater von dieser Erfindung anfertigte. Da ich die anderen Papiere noch besitze, kann ich das beurteilen. Ist meine Frau zu Hause? Die gnädige Frau befindet sich im großen Salon. Es ist Besuch anwesend. Es ist gut, Anna. Hier ist das letzte Geld. Ich wünsche von Herzen, was es Ihnen Segen bringen möchte. Stellen Sie mir noch eine Quittung aus und dann sind wir zu Ende mit unserem Geschäft. Mit dem größten Vergnügen. Welchem seltsamen Geheimnis war er hier auf der Spur? Was sollte das alles bedeuten? Ich lege größten Wert darauf, gnädige Frau, zu wissen, dass Sie davon überzeugt sind, dass ich mit diesen Skizzen wirklich Rolf Materns Schicksal und guten Namen in der Hand hielt. Ein Augenblick, mein Herr. Wenn ich mich nicht irre, so haben wir auch noch ein Wort miteinander zu reden. Was Herrn Krause hierher führt, der geht einzig und allein mich an. Wir sind fertig. Sie brauchen nicht länger zu warten. Gib den Weg frei, Ria. Nein. Nun gut. Ich verlange von dir aber Aufklärung über diesen seltsamen Besuch. Es ist wirklich ganz ohne Interesse für dich, Heinz. Herr Krause hat mir etwas verkauft. Du verstehst dich, Gottlob, recht schlecht aufs Lügen, Ria. Ich lüge nicht. Ria, es hilft dir nichts. Ich will unbedingt klar sehen. Gib mir die Zeichnungen, die du hinter deinem Rücken verbirgst. Du quälst mich namenlos. Ich weiß, dass du Krause schon gegen 20.000 Mark gegeben hast. Lass mich die Zeichnungen vernichten, ich flehe dich an, dann magst du mit mir tun, was du willst. Können diese Zeichnungen dich oder deinen Vater in irgendeiner Weise bloßstellen? Mich? Das liegt an mir. Für wen also bangst du so, dass du darum kämpfst wie um dein Leben? Ria, bangst du um mich? Gilt deine Angst und Sorge mir? Liebst du mich, Ria?
so wie ich dich liebe, von grenzenloser Innigkeit. Mein süßes Weib, mein Aria, sag es mir. Sag mir ein einziges Mal, dass du mich liebst. Vergessen war jetzt das Geheimnis, vergessen alles, was sie quälte und drückte. Sie wusste und empfand in überwältigender Seligkeit, dass er sie liebte und nach ihrer Liebe verlangte. Und sie dachte, dass sie jetzt sterben möchte, wenn das alles nur ein Traum sei. Du sagtest mir doch, dass du nur wie ein Bruder für mich fühltest. Dass wir unsere Ehe nur auf gegenseitige Hochachtung gründen. Liebling, ich war ein Tor. Aber hast du nie gefühlt, wie es täglich heißer und sehnsüchtiger in mir stürmte? Und du? Warum bist du meine Frau geworden? Was trieb dich, meine Werbung anzunehmen? Hängt das auch mit diesen Zeichnungen zusammen? Nicht wahr, es hing mit diesen Zeichnungen zusammen. Heinz, ich flehe dich an. Vernichte diese Zeichnungen und forsche nicht mehr nach. Es ist mir viel zu süß zu erfahren, was du für mich getan hast, als dass ich darauf verzichtete. Jetzt verstehe ich alles. Heinz, ach, mein lieber, armer Heinz. Wenn er mir doch nur in der Todesstunde die Wahrheit gesagt hätte. Er wollte es tun. Ich selbst bat ihn, dir diesen Schmerz zu ersparen. Ich habe meinen Vater sehr geliebt, Ria, und darf und will ihn nicht richten. Aber du... Hast du ihn nicht gegrollt, als du es erfuhrst durch diesen Grausen? Ach, da wusste ich es schon lange. Lange. Du. Du. Was war ich für ein blinder Tor, dass ich deine Liebe nicht erkannte? Ich habe mir ja solche Mühe gegeben, sie dir zu verbergen. Hast du mein Bild geküsst? Und ich? Es war, als müssten sie alles nachholen, was sie versäumt hatten. Und sie tranken beide wie Verdurstende an dem Quell des Glückes. Wenig später gingen sie fest aneinander geschmiegt zu Walter und Lotte hinüber. Halte mich fest, ganz fest, damit ich spüre, dass es kein Traum ist. Komm, meine süße, ungeliebte Frau. Lange, sehr lange brauchten sie zu dem Weg. Und der hereinbrechende Abend barg ihr Glück vor fremden Blicken.